Hallo, meine dickköpfigen Rätsellöser und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Runde Dismantle Underworld, wohlgemerkt immer noch. Standardspiel haben wir ja schon durch, ne? Genau, letzte Folge hatten wir ja so eine schöne Quest, die wir da bis zum Ende gelöst haben. Und heute hatte ich mir gedacht, machen wir weiter eigentlich nur ein bisschen... Ja, wir gucken uns die Gegend an und schauen, dass wir vielleicht noch ein paar Rätsel lösen, etc. Warum ist denn das auf einmal so laut wieder? Letztes Mal war ich ein bisschen leiser. Tut weh im Ohr. Bildschirm wackeln? Ach stimmt, da war ja auch noch was. Geräusche, ein bisschen runter. Danke. So, warte mal. An einer Stelle kann man nicht hoch. Wir hatten ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen gucken, ob wir noch ein bisschen Sachen erforschen oder auch nicht. Das wollten wir noch mal gucken. Interessant, nach meinem Ableben. Ach, guck mal einer an. Ich habe da was gefunden. Ich habe da was gefunden. Hi, dich nehme ich mit. Oh, oh. Oh, ho, ho. So. Also, wir aktivieren das. Guck mal, wir haben das Ding gefunden. Dann können wir es gleich aktivieren und... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, genau, hier oben. Da wollten wir ja auch hin. Hallöchen. Oh, wir haben Stufe 70 erreicht, meine Freunde. Ein paar Eier. Oh, das ist schon mal was. Lesen. Seit die Treppe zusammengebrochen ist, musste ich mich ausschließlich von Eiern ernähren. Zum Glück scheint die Klippe bei den Vögeln hier ein beliebter Nistplatz zu sein. Okay, gut. Gib mal her. Ja, ich weiß, ich habe noch so ein Item, wo wir das alles besser einsammeln können, aber ja. Okay, warte mal. Also, wir müssen hier hin. Warte. Wir machen hier erstmal den Weg frei. Kennt ihr ja. Weg frei machen immer ganz wichtig. Damit wir da hinkommen, wo wir hinwollen. So. Wir wollen hier überall durch. Wir nehmen auch noch alle Eier mit. Wir sehen, die Eier sind voll runtergeknallt, wa? So. So, ich will dieses Ding da nämlich haben. Das ist auf jeden Fall gleich noch Target. Sollten wir auf jeden Fall gleich machen. Ah. Lol, das war ja, im Endeffekt war das ja eher, wa? So, also wir müssen ja dann von... Warte mal, den müssen wir dann hin. Also wir müssen von Senke... Genau, von der Senke hier rum und dann hier schnell hoch und dann daran. Gut. Wir wollen nämlich hier wieder, genau. Also, pass mal auf. Das ist ja die Senke. So, wir müssen jetzt sozusagen... Warte mal, das hier runter mal. Wir müssen uns ja jetzt beeilen. Dann machen wir mal den Weg frei hier, damit wir hier wirklich schnell durch. Also nicht nur da oben den Weg frei machen, sondern auch hier den Weg frei machen. Moment mal kurz. So, da ist er dann auch wieder. Ja. Wir haben nur gerade mal das Geschenk von meinem Ältesten ausprobiert. Der hat nämlich zu Weihnachten hat der ein Teleskop bekommen. Und wir hatten jetzt das Problem leider dann, die Tage, dass nicht viel... Möglichkeiten war, sich das anzugucken. Heute ist jetzt endlich mal so ein Tag, also die Aufnahme ist jetzt am 27. Am 28. seht ihr die Folge ja und total geil, also du kannst, ich habe gerade durchgeguckt, wir haben auf den Mond halt geschaut und das sieht so geil aus, also richtig geil. Das ist so richtig hammermäßig. Kann man nur empfehlen. Ich bin ja sehr stolz darauf, dass er sich auch das wirklich dann auch gewünscht hat, auch wenn es ein bisschen so war, ich hätte doch am liebsten ein Game gehabt. Aber er hat immer so viele Spiele und bin auch ein Befürworter von Games, ja. Ja, im ganzen Leben muss es ja nicht nur im Spiel sein. Ne? Also wir machen ja immer noch andere Dinge im Leben nun mal. Und da hatten wir gesagt, komm, pass auf, such dir mal hier Richtung was anderes aus. Und fand er dann halt sehr toll, dieses Ding. Und ja, das wird dann Teleskop und cool. So, apropos cool, so und fertig. Ich habe mir jetzt den Weg hier ein bisschen frei gemacht. Ich hoffe, das passt soweit. Mist, jetzt habe ich natürlich auch die Kamera nicht vorher gedreht. Ach ja, Baumeister. Gesamte Wirkung, wenn du aufhebst, baule mit 40. Okay, Werfer, Wurfschaden. Das hier machen wir. Ah, guck mal, ich konnte es noch rechtzeitig drehen. So,
Jetzt machen wir mal Fixi, ja. Also ich habe mich noch korrigiert, das sollte Fixi heißen. So, hier schnell durch. Bumm, da schnell hin. Wir schaffen das! Yeah! Wuhu! Verbleibende Zeit eine Sekunde. Aber wir haben es geschafft, meine Freunde. Wir haben es geschafft. Oh, habe ich euch nicht schon ein... Guck mal, ich habe dich doch schon weggenatzt. Egal. So, hier genau, hier war der Wunschbrunnen. Na gut, da müssen wir jetzt auch nicht weiterhin. Das haben wir auch alles geklärt. Also, wir sind mittlerweile bei 72% in dem Gebiet, bei 88% in dem Gebiet und bei 63% in dem. Also, da haben wir auch noch mal ein bisschen was noch erledigen müssen. Hier unten, ach guck mal, da, den Bereich habe ich auch noch nicht, ne? Ich müsste hier nochmal zurück und den Bereich nochmal erkunden, würde ich sagen. Bevor wir jetzt in den Norden weiter hinreisen werden. Guck mal, hier haben wir ja auch noch, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt da. Ich würde mich hier erstmal in die Richtung begeben. Ich würde mich gerne erstmal in die Richtung begeben. Wir durchsuchen noch alles ein bisschen. Die Dingsbänder haben wir ja schon uns angehört. Die haben wir damit also schon. Jetzt sollten wir uns wirklich noch so ein paar Dinge angucken, die wir nicht gesehen haben. Vielleicht finden wir da noch was. Wow. Vielleicht ist ja hier immer noch mal was, deswegen einfach mal angucken. Kann ja irgendwas sein in der Richtung von wegen, was ist das hier eigentlich? Was ist das hier? Ist das hier irgendwas Interessantes oder ist das uninteressant? Nee, ich glaube, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon drinne. Ja, das kennen wir schon. Da muss man nur mal gucken, müssen wir hier noch irgendwas angeln? Nee, angeln müssen wir hier auch nichts mehr. Das haben wir auch schon. Mist, jetzt bin ich. Oh, nee, jetzt bin ich hier. Hier war jetzt nichts weiter. Ne, genau, das haben wir alles erledigt. Also würde ich sagen, wir hüpfen hier runter zum Lagerfeuer. Genau, zum Lagerfeuer hüpfen wir runter. Oder wir laufen hin. Hüpfen, laufen, je nachdem, was wir zuerst finden. Wir gehen mal in die Richtung, ob wir da nochmal Lagerfeuer finden oder ob wir dann einfach hinunterlaufen. Das passt ja dann auch. Soll alles wirklich entspannen. Also, ich habe jetzt wirklich nicht den Drang hier. Hi. Oh. Ja, komm, mach mal weg, dann haben wir das auch. Wupp. Wuppig. Hüpsi, büpsi und kasübzi. Das ist einfach immer noch trotzdem ein entspanntes Spiel. Freue mich klar auf die nächsten Abenteuer, die ich dann noch machen werde. Aber insgesamt ist es schon ein super tolles Spiel. Es macht immer noch vom Abbauen her und den Co-Sachen und so weiter. Es ist wirklich toll. Ach, guck mal, wir sind hier gleich da. Wir laufen hier immer herum, dann sind wir da. Und wenn ihr das Spiel noch gar nicht angefangen habt, noch gar nicht gespielt habt und jetzt halt alles bis hierher wirklich mal geschaut habt, immer noch eine Empfehlung, einfach setzt euch hin, genießt das Spiel. Du kannst halt alles abbauen, du kannst, glaube, wir kommen nachher noch in den Bereich, wo wir ein bisschen bauen können. Wenn das so sein sollte, werden wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen herumbauen. Leider, so muss ich es ja sagen, ist das für mich ein bisschen arg spät. Wäre am Anfang cooler gewesen. Ah, du solltest schon gucken, mein Freund, wo du hinläufst. So, den schmeißen wir runter, die machen wir jetzt auch noch weg. So, wir machen hier alle... Hä, habe ich hier nicht schon mal alle einmal weggeräumt? Ah, ne, geht ja nicht, wenn da unten nichts ist. Au. Schön ist, der schießt den los und ich krieg den erst später ab, ne? Ohne. Den hasse ich. Der ist immer noch so übel mit seinen Bomben. Du kriegst mich nicht. Na, sag mal. Aber ist hier irgendwas? Also wenn hier eine Schatztruhe ist, müsste ich das ja finden, ne? Ach, schade. Ich dachte, es wäre jetzt hier irgendwas drinne gewesen, weil wir den noch nicht entdeckt haben, den Bereich. Aber... Oh, Jesus. Oh, je. Ich bin auch so ein Blindvogel manchmal, dass das glaubst du gar nicht. Genau, ich glaube, jetzt ist die andere Leiche weg, ne? Jetzt habe ich die andere nicht mehr. So, aber wir müssen ja eh in die Richtung, wir müssen unser Loot wiederholen. Ich habe gesehen, dass wir da eine... Genau, wir haben da nämlich auf jeden Fall noch was. Wir können unser... so ein Loot darüber holen. Aber ich habe hier unten... Nee, unten ist jetzt nichts direkt. Das blubbert da einfach nur, wa? Das blubbert einfach nur. Schade, hätte ja sein können.
So, dann machen wir mal, wenn uns mal hier hin. Ach Mist, das war die falsche. Naja, ist ja nicht schlimm. So, und eine Kiste freigeschaltet. Heiße Nummer, finde ich auch. Weiß jetzt immer nicht, letzten Mal saß irgendwie die... Okay, das war wirklich eine heiße Nummer. So, kannst du jetzt noch ein bisschen was rausholen? Genau, Debian Sachen kannst du noch rausholen. Sehr schön. Also sind wir hier jetzt auch schon bei 74%. Ich glaube nicht, dass wir die 100 so einfach vollkriegen, ohne uns Hilfe zu holen. Mal hier kommen wir auch noch hin. Da waren wir noch nicht. Ne? Hier auch noch nicht ganz so. Wir geben mal jetzt so die ganzen Bereiche mal ein bisschen ab. Das ist einfach nur ein reines Entdecken. Vielleicht machen wir auch heute die Questreihe nochmal kurz zu Ende. Und schauen wir mal. Ich wollte jetzt ein bisschen einfach mit euch das mal so mitnehmen. Ein bisschen mit euch spielen das hier. Und dann gucken wir uns mal alles so ein bisschen an. Und dann entscheide ich halt, wie auch der Verlauf dann weiterhin sein wird. Weil, wie gesagt, viele Sachen haben wir jetzt auch einfach schon... Oh, dann können wir doch eigentlich da wegmachen. Haben wir jetzt auch einfach schon geschafft. Und haben wir auch einfach schon gemacht. Und dann ist das halt erledigt. Also, ja, ja, klar. So. Ja, 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 ja. Immer dasselbe hier. Dieser Ding. Aber hier drinnen waren wir doch noch gar nicht, oder? Doch, 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 doch. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon, weil die sind aber nur wieder respawnt. Oh, da habe ich die Tür kaputt gemacht und ihnen vergessen. Na egal, ist nicht schlimm, passt schon. Meist wackelt unter Luft. So sehe ich das. Genau, hier oben waren wir schon. Aber hier oben ist jetzt leider nichts. Aber hier war noch was. Es ist immer noch nichts passiert am Turm. Wie immer bin ich völlig schockiert davon. Das hört ihr auch, wie ich das erzähle und schreibe. Eigentlich ist er ja nicht schockiert, weil er weiß, er hat es ja bestimmt erwartet. Frag mich nicht, warum ich das sammeln muss. Das ist bei mir einfach. Das ist ein altes Ding. Wenn du früher MMOs gespielt hast, dann bist du einer, der irgendwann alles sammelt. Hallo. Manchmal verstehe ich das nicht. Ich drücke den Knopf und der reagiert überhaupt nicht. Das war schon wirklich so ein, guck mal, ich drückte, er hat gerade auch der Schlag. Ich habe den Knopf bis zum Ende gedrückt gehalten. Hat nichts gebracht. Hat nicht gebracht. Egal. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir den Waggon. Oh, guck mal, doch, da haben wir was. Bong. Man muss halt alles absuchen, damit man alles findet. So. Wieder einen Punkt gemacht und, ja. Du. Natürlich, da steht ein Mecker da hinten wieder. Will wieder etwas haben, was er nicht darf. Ach ja, genau, da oben wollten wir auch nochmal reingucken. Aua. So. Gut, muss ich auch mal wieder ein bisschen gucken. Wenn ich da nicht nach unten gucke, dann sehe ich auch gar nicht, ob er da. Ich weiß gar nicht, ob man so tief angeln kann, aber hey, man guckt einfach mal runter. Okay, das ist irgendwie cool. Irgendwie cool. Fand ich gut. So. Genau, da haben wir das, das, das. Hier waren wir schon. Jetzt können wir doch langsam. Guck mal, 76%. Das ist schon nicht schlecht. Einen haben wir ja da. Um da hinzukommen, müssen wir. Warte mal, wie kommen wir denn da jetzt so hin? Ich glaube, wir waren sogar schon mal da. Aber ich überlege gerade, wie wir jetzt da hinkommen wieder. Ach stimmt, doch hier, nee, da nicht, ne? Ah doch, guck mal, da unten kann man ja durchlaufen. Da unten kann man ja durchlaufen. Manche Punkte muss man schon sich ein bisschen erarbeiten. Ein bisschen. Aber wir gehen hier unten lang, genau, da konnte man nämlich da irgendwie hochmachen. So. Hier war, glaube ich, jetzt aber auch nichts mehr zum Angeln. Was ist denn hier los? Wir sind der Sneaky Weaky Weaky. Da ist eine Quest, Leute. Da ist eine Quest. So, komm, wir sammeln das mal wieder alles ein. Aber ja, seit wann werfen die eigentlich Dings ab? Ich dachte mal, die werfen nur... na egal. Mal untersuchen, plündern lassen.
Du kommst in ein kleines Dorf, das mit einer wilden Mischung von Gegenständen geschmückt ist, die offensichtlich aus verschiedenen Zeitaltern stammen. Soll nach Hinweisen suchen. Regulär kann ich bei... Oh, dann haben wir nochmal... Da haben wir nochmal ein schönes Lagerfeuer, was wir anmachen können. Da kommen wir dann... Pflanzen wir uns kurz mal hin und dann schauen wir uns mal das Plündernest an, war. Das ist ja auch hier recht neu. Haben wir jetzt auch noch nicht so entdeckt. Also 81% haben wir auf jeden Fall schon. Na, mal gucken, was wir hier so finden. Hinten habe ich auf jeden Fall schon mal was gefunden. Kannst du... Nein, ich sag nichts. Auch wenn diese Geräte offensichtlich mit elektrischem Strom betrieben werden, sind sie doch viele zu fortschrittlich. Sie wurden offenbar nach unserer Zeit hergestellt. Ah, okay. Also dieses Gerät hier sind Dinger, die... Ach, guck mal, die Dinger da. Ein Computer liegt jetzt da während... Aha, okay. Ja, oh, und ein Fernseher. Interessant. Wie, als ob da eine Rückreise geschehen ist. Okay, das ist, das imponiert mir gerade. Haben sie gut gemacht. Also so ein, ein Jump sozusagen zurück in dem Sinne. Wisst ihr, was ich meine? Ist schon interessant. So, jetzt machen wir hier noch das Fischding. Haben wir auch wieder Punkte. Ich würde schon irgendwie gerne die 100 schaffen. Ich weiß nicht, ob wir das alles so hinkriegen jetzt, wie ich es möchte, um das auch mal ein bisschen interessant zu lassen. Also wir haben heute nochmal ein Plündernest auf jeden Fall. Das ist schon mal interessant. Damit sind wir, haben wir da nochmal ein bisschen Möglichkeiten, was zu zeigen, weil das ja hier eine Quest auch ist und herauszufinden, was da noch alles kommt. Deponiere den merkwürdigen Schlüssel sicherheitshalber in einem Versteck hinter dem roten Haus mit Blick auf Windmühle. Okay. Im roten Haus mit Blick auf Windmühle. Hinterm roten Haus mit Blick auf Windmühle. Wo ist denn jetzt hier Blick auf Windmühle? Okay, warte mal. Roten Haus. Wir müssen erstmal ein rotes Haus besorgen. Und dann, gucken wir mal weiter. Oh, der ist tot. Was haben wir hier? Oh! Ja, komm, wir hauen uns mal weg. Hauen uns mal weg und gehen mal weiter raus. Ah, da scheint ein rotes Haus zu sein. Hey, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, wa? Blick auf... Ah, guck mal, da. Nee, kochen will ich eigentlich gar nicht. Ich wollte hier eigentlich nur was gucken. So, warte mal. Wie kriege ich denn den jetzt weg? Warte mal. Blick auf Windmühle. Aber guck mal, ich komme da jetzt gar nicht hin, weil der ist da unten. Das ist jetzt, also müsste ich eigentlich rum, dahin gehen, das abschießen und dann wieder zurückjumpen eigentlich, ne? Weil hier geht es ja jetzt nirgendwo weiter. Guck mal, das ist hier alles zu Ende. Fertig ist es. Und wir können aber von dem Lagerfeuer aus... Ach, Schittikowski, das ist gar nicht so einfach. Ja, doch, wir gehen in die Kolonie der Gespaltenen. Nee, gehen wir nicht. Wir müssen hier gucken. Okay, Senke der Einsamkeit müssen wir zurück. Also Senke der Einsamkeit müssen wir zurück, um da zu gucken, dass wir das abschießen können. Oder habe ich von hier unten noch eine Möglichkeit? Warte mal, wir sind ja gleich hochgegangen. Guck mal. Ah, wobei, wir sind immer noch zu weit weg, bin ich der Meinung. Jetzt fehlt mir so ein bisschen die Möglichkeit. Nee, wir müssen... Das heißt, wir laufen aber zurück. Ich habe keine Lust, mich schon wieder nur zu teleportieren. Das ist dann im Endeffekt so ein Teleportationsspiel hier die ganze Zeit. Und das ist dann auch immer ein bisschen doof. Oh, und guck mal, siehst du? Wenn man ein bisschen läuft und guckt, dann... Findest du nochmal was, wo du nochmal Prozente reinholst, ne? Also, dann gehen wir nochmal eine Runde angeln.
Wenn es eine Stunde ist, ist es eine Stunde, aber nein, wird ja nicht eine Stunde sein. Mannerklumpen, die brauchen wir ja wieder für die Risse, was gar nicht jetzt so schlecht ist. Okay. Dann gehen wir da hoch und, genau. Hallöchen. Ist da doch jemand? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, warte. Lass mich doch erstmal die Faust rausholen. Mensch, mit der Angel, das wäre, ist ein bisschen, ja, guck mal, wie erreiche ich denn diese Kiste hier? Ah, Halla, die Waldfee, wie soll ich denn das machen? Wie kriege ich denn das hier auf? Eine Karte oder sowas reinpassen? Okay, es ist gar nicht. Lulu. Oh, Lulu. Okay, warte mal. Ich sehe aber gerade was, was möglich ist. So, wir müssen hier herum, da herum. Oh, das merke ich mir doch niemals. Puh, das merke ich mir niemals. So, also wir müssen von hier aus in die Richtung gehen. Das schaffe ich niemals, Leute. Nie und nimmer. Ach du Heilige. Okay, los. Hier lang. Ja, also hier lang. Dann war es irgendwie nach oben. Also jetzt so links, dann hoch. Hier rechts hoch. Dann wieder links hier durch. Hier herum. Und dann müssen wir da nochmal hoch. Und dann links herum. Ja, heute sind meine Kinder. Die wollen sich jetzt gerade gleich mal den Mond angucken, nämlich. Shitty, nein. 3 Sekunden, weil ich hier was... Hier habe ich jetzt gerade verpennt. Das hätte ich geschafft. Ich muss aber erstmal das Haus hier jetzt einmal wegräumen. Ich sag ja, manchmal kommt es halt vor, dass ich in dem Video irgendwie drinnen lasse. Ich könnte es jetzt auch rausschneiden, aber dann ist es immer so eine Sache, weil ich möchte meinen Kindern auch nicht sagen, hey, nee, bleib mal auf meine ganze Aufnahme, weil ich gerade mal das jetzt nur so schaffe, weil ich muss morgen ja nochmal eine Runde arbeiten. Morgen habe ich eine kurze Schicht, ganz gut. Das ist so eine... Wir haben eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr zu, aber wir bieten nochmal so einen kleinen Service an. Und, ja, da habe ich mich, weil ich noch recht neu bin, natürlich gesagt, ja, hier und ja. Danach gibt es aber 3,5 Wochen erstmal Urlaub. Und das passt ja dann auch. So, dann gehen wir da lang und da lang. Dann versuchen wir es nochmal. Wir hätten es geschafft. Wir hätten es geschafft. Also, Winkelkamera, warte mal. So, jetzt haben wir's. Oh, Jesus. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Und los geht's. Ich hoffe, ich merke mir das jetzt nochmal. Also wir müssen jetzt hier hoch. Da müssen wir leicht links eingeschrägt laufen. Genau, dann geht's hier gleich wieder rechts herum. Und hier vorne gleich so links und dann gleich nochmal links und dann nochmal links. Dann sind wir gleich da und yes! Woohoo! Geschafft! So, also sind wir jetzt bei 85. Guck mal, da wird auch nochmal was sein. Das wette ich mit euch, dass da auch nochmal was ist. Ja, ich weiß, ich wollte das Teil da runterschießen, aber ich muss jetzt mal da gucken, was wir hier noch finden. Und dann gehen wir das Teil runterschießen, okay? Mich lenken halt solche Sachen immer ab. Es ist so, alles, was man erkunden kann. Und dann ist es auch so, ja, nee, wir machen nicht alles 100% und dann bam, bin ich drinne. Bin einfach dann drinne und sagt mir der, doch, ich mach das. Ich kann das nicht ohne, weil es gehört einfach irgendwie so zum Spiel dann dazu. Es ist so, ich spiele nicht mehr viel Games. Es ist wirklich nur für die Aufnahmen, spiele ich gerne noch die Games. Und ansonsten ist die Zeit nicht so gegeben bei mir. Und dann genieße ich sie aber natürlich auch. Kann ein bisschen doof rumquatschen. Klappt ganz gut eigentlich. Quatsch sowieso mal den ganzen Tag sehr viel und gerne. Guck mal, da haben wir nochmal was zum Buddeln gefunden. Das ist der coole neue Perk, den ich gerne früher gehabt hätte. Und jetzt können wir hier gleich nochmal einen Punkt frei machen. Und dann passt das. So, Überraschung. War eigentlich nicht ganz. Ich hatte schon irgendwie damit gerechnet, dass da was ist. Aber so, weißt du was? Kannst du ja mal das machen. Dann switchen wir mal darüber und wir sind bei 88%. Also zwei Sachen weiß ich ja schon. Den und den haben wir. Weißt du was, wir brauchen für den doch eine, für so eine Perle brauchen wir doch, ne? Und guck mal, den haben wir auch noch. Warte mal, wir sind in Dexter. In Dexter sind wir. Sag mal, Dexter.
Den kenne ich, den kenne ich und den kenne ich. Also zwei nur noch. Wir sind nur noch bei zwei, die wir nicht haben. Die Quest ist ja das eine, das machen wir ja gerade mit nebenbei. Und dann sind wir holla die Waldfee. Den können wir noch nicht. Also haben wir noch zwei Verstecke in dem Sinne. Guck mal, da ist da, also, da auch noch mal was ist, oder? Gut, zwei Verstecke, die wahrscheinlich noch mal sind. Ne, hier waren wir ja gewesen. Ne? Hier war nichts. Ja gut, die zwei Dinger, die ich dann nicht mehr finde, weil wir es ja dann wahrscheinlich die ganze Karte abgesucht haben, werden wir dann halt dann machen. So, pass auf, wir gehen jetzt Richtung Senke der Einsamkeit mal bitte. Ich will mir dieses Auge einmal holen. Dann machen wir nämlich den Obelisken gleich damit, damit wir das auch hinter uns haben. Und dann holen wir nachher noch hinten die Kiste. Dann passt das alles. Ey, das ist genial, weil wir dann so viele Punkte wirklich drin haben. Finde ich genial. Ich würde schon gerne das wirklich so ein bisschen hochpushen, damit wir das dann haben. Den da brauche ich. Blaue Augapfel. So, mein Freund. Und jetzt gehen wir... Pass mal auf, wir sind jetzt von hier und wir müssten eigentlich hier hin, genau. Du musst jetzt in diese Richtung. Hä? Ist das nicht schon kaputt gemacht? Manchmal verstehe ich das nicht. Manchmal verstehe ich das nicht. Problem ist, das, was ich habe mit dem Entdecken, das geht auch nicht komplett so cool, weil wir nur in der Nähe das haben. Also werden wir nachher die zwei Dinger wahrscheinlich, werde ich mir eine Karte zu Rate ziehen. Und dann werden wir die mit integrieren, damit wir dann, also nicht die Karte integrieren, sondern da werde ich das dann noch machen, weil ich die beiden Orte noch aufsuche. Wenn wir sie nicht durch Zufall noch finden. Aber das können wir, glaube ich, dann alles am Ende machen. Ich will nicht heute alles auf 100%, sondern ich will dann auch die anderen Orte noch entdecken in der nächsten Folge. Dann passt das schon. Genau, da hatten wir das entdeckt. Und jetzt muss ich mal gucken, in diese Richtung müsste doch dann das sein, ne? Nein, warte mal. Nee, der muss in diese Richtung irgendwo durch, wa? Hä, wie kriege ich den denn da? Das ist doch jetzt komisch. Wie kriege ich den denn jetzt da ran? Ich sehe das doch gar nicht. Kann ich hier nicht irgendwie in die Richtung musste das da gewesen sein. Nee, das ist auch nicht. Wie mache ich denn das jetzt? Also ich sehe, dass der da ist, aber ich sehe den ja gar nicht. So. Gut, dann versuchen wir mal. Hier kann ich ja auch wieder nichts bauen, also werden wir jetzt einfach mal... Hey, ah nein, ich bin auf den Knopf gekommen. Ah nicht, warte mal. So. War das nicht in dieser Richtung? War doch in dieser Richtung, oder? Irgendwo in dieser Richtung war das. Vielleicht sollte ich mir das nochmal merken. Welche Richtung ich da muss und ich sollte erstmal die Sachen dann holen. Und ich dachte, ich kriege das jetzt einfach mal hin, aber nein, ich habe natürlich Rechtsklick gedrückt. Mach mal diese Dinger da weg. So, pack mir mal. Genau, nimm mal die Minen. Oh, wie soll ich denn den da jetzt wegkicken? Dieses Rätsel ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich dachte, das so easy peasy und dann kommt da sowas. Peasy cheesy und so easy. Aber nee, war das nicht. Es war partout nicht. Kann man das nicht auch mal sperren, was ich dann irgendwas weglagere? Pass mal auf, ich muss mich nochmal schnell fortbewegen. Wir machen das mal jetzt ganz einfach. Ich gehe nochmal Kolonie der Gespaltenen. Ja, warte mal, das ist doch gar nicht hier, ne? Ist ja der Falsche. Hupsi. Bin schon wieder weg, meine Freunde. War nur ein kurzer... Ich muss ja darüber zum Plündernest. Zum Plündernest. So, jetzt müssen wir da aber wieder hoch. Aber wie sehe ich denn den ein? Das ist doch schon wieder... Guck mal, der... Wie soll ich denn denn den erwischen? Der ist da drunter. Da müsste ich von da drüben den erwischen. Aber da komme ich doch gar nicht hin. Ich sehe, dass da was ist,
Aber da ist kein Portal hin. Na, wenn ich hier das mache. Aha. Ha! Da, da, da. Eine moderne Schlüssel, kein Wunder, dass sie den Schlüssel als merkwürdig bezeichnet haben. Oh, ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. Falle ich da noch gleich rein? Natürlich mache ich das noch. Okay, das haben wir hingekriegt. Genial. Vielleicht war das nicht der Weg, vielleicht war es der Weg. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach das mit der Granate mal ausprobiert, weil die halt so passend ist. So, pass auf. Wir hüpfen aber erstmal noch. Ich will den Obelisken machen, danach machen wir das. Das machen wir heute noch in der Folge. Gehört nämlich mit dazu. Senke der Einsamkeit. Dann gehen wir nämlich wieder in den Norden hoch und machen das eine. So, pass auf. Ich brauche jetzt den Augapfel. Bitte nicht schon wieder weglegen. So, wir gehen jetzt in den Norden. Dort machen wir das. Wir legen dann das einmal rein, werden das aktivieren und dann gucken wir mal, ob wir das schaffen, diese überwältigenden Gegner zu besiegen. Entschuldigung. Entschuldigung. Das kam da einfach raus. Boah, kennt ihr das, wenn es auf einmal so ganz schnell kribbelt, du kannst gar nichts mehr machen. So, und dann boom. War es da. Finde ich geil, dass wir das hingekriegt haben. So, guck mal, wir sind jetzt bei 89%. Wenn wir den jetzt machen, das da oben noch machen, müssten wir bei 93 sein. Also wirklich nur noch zwei. Ja, yeah, mit 93 passen. So, wir machen jetzt mal eh benutzen. Mal gucken, was herauskommt. Ja. Na klar. In die Richtung. Achso, ich komme hier nicht weg, wa? Au, 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 au. Lala. So, Bauholz. Ich nehme mal das Schwert. Ich finde das Schwert ein bisschen besser. Wow. Das Schwert ist genial. Wir dürfen zwar jetzt nicht diesen anderen da haben. Ihr habt ja gesehen, letztes Mal, wir können hier nichts bauen. Ne? Das ist unser Problem. Deswegen mache ich das gerade jetzt hier mit dem Schwert. Das hier noch. Schnibbi, schnabbi, schnupsi. Alles ist kaputzi. Ja. Ja. Könnt ihr mal gucken. Mal, das kriegen wir ohne hin. Nur noch zweimal. Mal gucken, was noch rauskommt. Oh, weia. Das ist langsam aber fies. Ja, natürlich triffst du mich noch. Hast du meine perfekte Spielweise gerade kaputt gemacht. Dann war sie nicht perfekt. Okay, gut, stimmt, habt ihr auch wieder recht. So, letzter Point. Ach, nö, nö, nö. Achso, wir machen jetzt erstmal alles andere weg. Alles andere weg. Alles andere erstmal weg. Alles andere erstmal weg. So, jetzt nehmen wir den. So. Vorsicht. So, jetzt machen wir den nochmal, den nochmal, den nochmal. Hey, wo ist das? Gib mir mein Armbrust. Geht doch. Ha! Sag dir. So. Miese, miese, ey. Das war mies. Die Geister jetzt am Ende, das war schon ein mieses Nimmerle. Ja, das, ey, der das. So. Ja, dann können wir das ja jetzt wieder wegschicken. Und jetzt aktivieren wir das. Pflanzenwachstumsgeschwindigkeit. Nö, brauchen wir jetzt nicht.
Machen wir nicht. Das reicht dann. Passt wunderbar. So. Das haben wir aktiviert und jetzt. Genau, wir müssen jetzt aber wieder zurück in das andere Gebiet. Weil wir... wir machen Überlänge heute. Ist mir egal. Ich will die Punkte hier machen. Weil guck mal, wir sind bei 91%. Müssten wir aber 93, 94% sein. Und dann machen wir noch die anderen beiden Dinge und dann haben wir das. Aber die werden wir dann irgendwann finden, weil jetzt sehen wir sie ja gerade. Guck mal, wir kommen jetzt hier hoch. Nur wenn wir uns dahin porten, genau. Ja, gut. Dann gehen wir wieder hier runter und porten uns gleich nochmal darüber. Und dann gehen wir hoch und aktivieren noch das eine. Weil es wäre eigentlich cooler im... nee, machen wir in der nächsten Folge. Doch, habt ihr recht. Könnte man in der nächsten Folge machen. Würde eigentlich passen. Wir sind bei 35 Minuten, dann passt das auch. Also wir bewegen uns schon mal rüber. In der nächsten Folge gehen wir dann da runter in die Kammer. Schauen, was es ist. Bin gespannt. Würde mal gerne wissen, wirklich, was es ist. Und dann haben wir noch den Punkt offen. Und noch zwei versteckte. Die müssten wir noch raussuchen. Vielleicht schaffe ich es mir noch bis nächste Folge, die rauszusuchen. Dann suchen wir die nämlich ab. Weil es sind ja wirklich noch zwei Points, ne, die wir dann offen haben. Oder? Hier sind in Dexter, sind interessante Orte und noch zwei Punkte. Genau, die beiden. Das hier ist die Quest, die löst sich mit dem Ding hier. Dann haben wir das Ding nach unten noch und die zwei Quests. Dann sind ja 1, 2, 3, 4, 5. Das sind knapp 9%. Also, ja, die zwei suche ich noch raus. Die haben wir noch nicht. Gucke ich mal, ob ich das finde bis zur nächsten Folge. Mal schauen, mal schauen. Kommt Zeit, kommt Rat. Ihr kennt das ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt nicht immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Ciao.